Mein Name ist Uwe Wötzel, ich bin Gewerkschaftssekretär bei der Gewerkschaft Verdi. Ich bin 61 Jahre, werde ich jetzt in den nächsten Tagen, und arbeite bei der Gewerkschaft schon sehr lange. Ich habe Jura studiert und Gewerkschaftsmitglieder vor Arbeitsgerichten und Sozialgerichten vertreten. Und jetzt arbeite ich in der Verdi-Bundesverwaltung und bin dort im Bereich Politik und Planung für gesellschaftspolitische Themen zuständig. Volk, das ist ein Begriff, der ja historisch eher belegt wird und aus meiner Ansicht schon sehr stark antiquiert ist, weil das deutsche Staatsbürgerrecht war über lange Zeit von einem völkischen Begriff geprägt. Entscheidend war sozusagen die blutsmäßige Abstammung, das war die Grundlage für die Zugehörigkeit zur deutschen Staatsangehörigkeit. Das ist dann aufgegeben worden, und ich denke, dass Volk ein sehr problematischer Begriff ist. Also ich würde eher von Bevölkerung sprechen wollen, weil wir haben ja inzwischen in sehr vielen Ländern ja eine Zusammensetzung der Menschen, die dort leben, die sehr unterschiedlicher Herkunft sind. Migration, das ist ja ein Prozess, den es seit vielen Jahrtausenden gibt, und die Menschen in vielen Gebieten der Erde setzen sich ja heute schon seit langem zusammen aus Gruppen, die sehr unterschiedliche Herkünfte haben. Also Migration hat es schon immer gegeben, und der Begriff Volk ist aus meiner Sicht sehr antiquiert und wenig hilfreich, um im politischen Prozess Probleme zu beschreiben oder zu lösen. Für mich bedeutet der Begriff Heimat die Stadt, in der ich lebe. Das bedeutet für mich auch die Freunde, die Familie, die Arbeit, die natürliche Umgebung, die Ausflugsziele in der Region. Das sind für mich die Elemente von Heimat. Also Menschen, die in Deutschland geboren wurden, gehören zur deutschen Bevölkerung und haben von daher auch aus meiner Sicht das Recht, hier als Bürgerinnen und Bürger ihre Rechte wahrnehmen zu können. Abstammung hat für mich überhaupt nichts mit dem Deutschsein zu tun. Das Deutschsein ist für mich wirklich eine Frage der Staatsbürgerschaft, der Angehörigkeit, hier demokratische Rechte im Land wahrzunehmen. Und das sollten eigentlich alle Menschen, dieses Recht sollten alle Menschen bekommen, die hier geboren sind und in diesem Land leben. Typisch deutsch ist, dass ich heute hier pünktlich zum Termin gekommen bin. Das ist sicherlich eine Eigenschaft, die den Menschen in Deutschland zugeschrieben wird, und sicherlich auch die Bereitschaft für die Gesellschaft etwas zu tun. Das Engagement würde ich schon auch als ein Element der Eigenschaft der Menschen in Deutschland beschreiben. Und und es gibt natürlich auch bestimmte kulturelle Traditionen, die eine Rolle spielen. Die deutschen Dichter und Denker, Goethe, Schiller, Bertolt Brecht, würde ich sagen, gehören auf jeden Fall mit zu der Kulturgeschichte unseres Landes. Rassismus. Also wir wissen ja, dass es den Begriff der Rasse wissenschaftlich gar nicht gibt, aber Rassismus, das ist für mich eine Form von Ausgrenzung, von Abwertung von Menschen, Ausdruck von einer menschenfeindlichen Einstellung. Das ist ein Prozess, den wir heute stark erleben, der auch stark geprägt wird durch wirtschaftliche Prozesse. Also wenn wir zum Beispiel auf dem Arbeitsmarkt oder auf dem Wohnungsmarkt Engpässe haben, die Menschen Schwierigkeiten haben, Wohnung oder Arbeit zu finden, dann gibt es bei Menschen, die rassistisch eingestellt sind, oft die Tendenz, die Ursache für diese sozialen Probleme den Menschen zuzuschreiben,
die, mit denen sie konkurrieren, auf dem Wohnungsmarkt, auf dem Arbeitsmarkt. Und das ist für mich sozusagen ein Element des Rassismus, den wir erleben und der zum Teil von bestimmten politischen Gruppen massiv geschürt wird und so den Frieden in der Gesellschaft stört. Vielfalt bedeutet für mich, dass die Menschen in unserem Land, in Europa, auf der Welt sehr unterschiedlich sind, dass sie sehr unterschiedliche Hautfarben haben, dass sie sehr unterschiedliche Einstellungen haben, dass sie sehr unterschiedlichen Religionen angehören, dass sie sehr unterschiedliche sexuelle Orientierungen haben und dass sie eben bunt und verschieden sind und dass aber jeder Mensch das Recht hat, seine Menschenrechte wahrzunehmen und dass sie alle das Recht haben, miteinander friedlich und gemeinsam zu leben. Also die Vielfalt bereichert das Leben der Menschen ganz beachtlich. Also das beste Beispiel ist sicherlich die Vielfalt auf der Speisekarte. Wir haben die Möglichkeit, eben die Kochgewohnheiten, die unterschiedlichen Traditionen aus ganz vielen Ländern kennenzulernen. Und ich kenne niemanden, der das nicht schätzt und der das nicht mag. Also das ist, glaube ich, sozusagen, Essen gehört zum Leben unglaublich wichtig dazu. Und da sehen wir, dass die Vielfalt das Leben eben reicher und bunter macht. Und wir wissen aber auch, dass es noch viele andere Elemente gibt. Wir wissen das aus der Musik, aus der Kultur, aus dem Film. Also es wäre unglaublich öde, langweilig, wenn die Produktion im Bereich von Film und Musik eintönig in klassischer deutscher Volksmusik und Volkskultur der 40er, 50er Jahre gestaltet wären. Gruselig wäre das. Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Mittel, um Menschen auch Vorurteile und falsche Einstellungen zu nehmen, in dem Maße, wie es uns gelingt, Menschen aus anderen Kulturkreisen kennenzulernen, können wir besser Vorurteile abbauen und wir können andere Lebenssituationen kennenlernen. Und das ist ein ganz wichtiges Mittel, um Rassismus klein zu halten, abzubauen und zu überwinden. Dieser Arbeitskreis ist ein Zusammenschluss von Gewerkschaftsmitgliedern, die in verschiedenen Städten sich in Arbeitskreisen engagieren und wir treffen uns zweimal im Jahr, um uns auszutauschen und zu überlegen, was ist notwendig, um rassistische Einstellungen zu begrenzen, sie zu bekämpfen. Wir haben in unserer Gewerkschaft durch unsere Satzung auch den Auftrag dazu, in diese Richtung zu wirken. Das ist ein wichtiges Element von unserem Selbstverständnis, dass wir antirassistisch wirken und wir stehen damit auch nicht alleine, weil dieser Auftrag für Arbeitnehmervertretung gegen Rassismus zu kämpfen ist auch gesetzlich fixiert. Wir finden diesen Auftrag im Betriebsverfassungsgesetz, der sozusagen die rechtlichen Grundlagen bildet für die betriebliche Interessensvertretung, für die Arbeit von Betriebsräten. Und da ist gesetzlich fixiert, dass sogar ein Betriebsrat die Aufgabe hat, auch beim Arbeitgeber Maßnahmen gegen Rassismus einzufordern. Und er hat auch darauf zu achten, dass in den Betrieben die unterschiedlichen Gruppen, die dort arbeiten, friedlich miteinander arbeiten, dass jede Form von Diskriminierung unterbleibt. Und das ist für uns von daher, von unserem Selbstverständnis und auch von dem gesetzlichen Auftrag der betrieblichen Interessensvertretung ein ganz wichtiger Punkt. Und wir denken, dass wir mit unserer Arbeit ein Stück dazu beitragen können, dass die Gesellschaft eben friedlich miteinander lebt und arbeitet. Also ich arbeite hauptamtlich für die Gewerkschaft Verdi und ich habe die Aufgabe, diesen Arbeitskreis zu koordinieren, dafür zu sorgen, dass die Treffen zweimal im Jahr stattfinden, dass wir eine gut vorbereitete Tagesordnung haben, dass wir zu den Fragen, die die Mitglieder des Arbeitskreises betreffen, interessante Referenten haben und dann organisiere ich sozusagen die
die Rahmenbedingungen für diese Treffen, die in der Regel in unseren gewerkschaftlichen Bildungsstätten stattfinden. In Zukunft wünsche ich mir, dass die Menschen in unserem Land, in Europa, weltweit, alle friedlich und solidarisch miteinander leben, dass es auf jeden Fall keine Kriege mehr gibt, dass wir unsere Umwelt respektvoll behandeln und dass damit auch viele, viele Gründe und Motive entfallen, dass Menschen gezwungen werden, ihre Heimat zu verlassen, weil das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Voraussetzung dafür, dass eben auch die Menschen dort, wo sie geboren sind, eine Zukunft haben, dass sie dort gut leben und gut arbeiten können. Das geht nur ohne Krieg, das geht nur in einer intakten Umwelt und wir wissen, dass gerade die Kriege und auch die Umweltschäden, die wir heute wahrnehmen können infolge des Klimawandels, ganz wichtige Faktoren sind für Migration und viele Menschen wollen gerne in ihrer ursprünglichen Heimat gut und zufrieden leben und das können sie nur, wenn es dort im Einklang mit der Natur und in Frieden möglich ist. Ich bin Gewerkschafter und ich setze mich für gute Arbeitsbedingungen und ein gutes, friedliches Leben der Menschen ein.